An der Börse geht es fast immer um ziemlich handfeste Interessen und es wäre naiv zu glauben, dass da praktisch eine neutrale Preisfindung stattfindet. Nein, vielmehr gibt es hier Player, die große Interessen haben und das ist derzeit besonders stark der Fall. Saudi Aramco will neue Aktien an den Markt bringen, braucht dafür einen hohen Ölpreis. Deswegen bekommen wir derzeit bullische Nachrichten für Öl und der Ölpreis steigt. Das wiederum ist ein Problem für die US-Notenbank Fed. Die will eigentlich die Zinsen nicht anheben, aber die Energiepreise könnten das noch konterkarieren, wenn jetzt die Inflationsdaten in der nächsten Woche nicht so wirklich bombastisch niedrig ausfallen, sondern höher ausfallen als befürchtet. Und auch die Wall Street hat natürlich massive Interessen und da kommt dieser Verdachtsmoment gegen Nvidia, die eigenen Zahlen, die eigene Nachfrage ein bisschen aufgepumpt zu haben, natürlich zur Unzeit, denn in der nächsten Woche soll der Börsengang des Chip-Konzerns ARM stattfinden. Das wäre das größte IPO in diesem Jahr, also da will man versuchen, die Stimmung ein bisschen oben zu halten. Und so wird hinter den Kulissen gekämpft, finden epische Kämpfe statt, wenn man so will, um handfeste Interessen. Wir schauen uns die Lage vor der nächsten Woche an, die Apple-Konferenz oder dieses Apple-Event bieten wird am Dienstag, die Inflationszahlen am Mittwoch bringen wird, die EZB-Entscheidung bringen wird. Also da wird einiges dann zu verarbeiten sein. Zunächst mal zur Fed. Wir haben jetzt mehr und mehr klare Signale und ab morgen beginnt die sogenannte Blackout Period der Fed. Das heißt, die dürfen sich dann nicht mehr äußern. Wir haben relativ klare Signale, dass die Fed wohl im September, am 26. September, die Füße stillhalten wird in Sachen Zinsanhebung. Jetzt hat sich Lori Loggins geäußert, Chefin der Dallas Fed, die so eher im hawkischen Bereich ist und die gesagt hat, okay, wir könnten jetzt mal den Zinsschritt auslassen, aber wir sollten nicht signalisieren, dass wir dann stoppen, denn da ist noch Arbeit zu tun. Das bedeutet, wenn selbst ein Hawk das sagt, also selbst jemand, der normalerweise zinssensitiv oder zinsfreundlich ist, dann ist das natürlich sehr, sehr wahrscheinlich. Die Fed Fund Futures preisen jetzt nur eine Wahrscheinlichkeit noch von 7% ein, also ein Restrisiko, aber ein relativ geringes, dass die Notenbank dann die Zinsen anheben wird. Jetzt dann ein Bericht auf Bloomberg. Federal Reserve wants September rate pause to help with US soft landing. Also man will eine weiche Landung der Wirtschaft ermöglichen. Man hofft auf das Idealszenario, dass also die Wirtschaft weich landet, die Inflation zurückgeht. Wunderbar, mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann und wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und nächste Woche haben wir ja dann diese Monsterwoche mit Apple, mit all diesen anderen Sachen. Vor allem Consumer Price Index, aber dann auch die Erzeuger. Preise. Wir haben die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze außer den USA neben der EZB und dem Apple Event und dem ARM Börsengang, der zumindest geplant ist für nächste Woche. Wann genau steht wohl noch nicht fest. Und wir haben jetzt neue Daten etwa zu den Gebrauchtwagenpreisen bekommen, die so ein guter Indikator sind, wo es mit der Inflation hingeht. Und die sind jetzt erstmal seit April wieder, wenn auch nur leicht, gestiegen. Aber das, was jetzt wahrscheinlich am Horizont ist, ist der Streik der Autogewerkschaften. Das dürfte dann schon wohl in der nächsten Woche beginnen, denn der Vertrag läuft aus. Man hatte 5 Jahre einen Vertrag geschlossen zwischen den Gewerkschaften und den Autokonzerns, Stellantis, Ford, General Motors, und das läuft aus. Und ein Streik ist mehr oder weniger extrem wahrscheinlich. Das wiederum könnte ein Inflationstreiber sein und dann die Bemühungen der Fed, dass die Inflation sich irgendwie Luft auflöst, so ein bisschen konterkarieren. Bank of America erwartet für die Zahl, die am Mittwoch veröffentlicht wird, in Sachen Inflation einen Anstieg von 0,6%, vor allem durch Energie, während die Kernrate, auf die Fed ja besonders achtet, nur 0,2% steigen würde. Da sieht man einen weiteren Anstieg etwa im Dienstleistungssektor. Core Services 0,4, aber ein Rückgang von 0,3% bei Core Goods, also im Gütersektor interessanterweise. Also nach wie vor die Inflation, die kommt aus dem Dienstleistungssektor. Aber jetzt haben wir natürlich die Saudis und die Russen, die ziehen an einem Strang und produzieren permanent ölbullische Nachrichten, so wie heute. Heute ist es die Nachricht, dass Russland seine Dieselausfuhren kürzen wird, also das Angebot verknappen wird. Man hat
Natürlich seitens Russland, seitens der Saudis massive Interessen, nicht nur wegen des Börsengangs von Saudi Aramco, sondern na klar, also ein hoher Börsengang, sage ich schon, ein hoher Ölpreis, der ist gut für diese Länder, gar keine Frage. Und so kämpft man und zieht man. Die Wall Street will das ARM-IPO durchbringen. Die OPEC und Konsorten, die wollen einen hohen Ölpreis und wir sehen, da sind wir jetzt auf einem 10-Monats-Hoch, über 87 Dollar für WTI, während gleichzeitig eben die Ölreserven der Amerikaner auf dem tiefsten Stand seit 40 Jahren sind. Das ist also natürlich ein gewisses Mismatch, wie man im Basketball sagt. Vielleicht haben Sie heute das Endspiel gesehen, Deutschland oder das Halbfinale Deutschland-USA, großartig, dass die Deutschen da mal einen Erfolg erzielt haben. However, wir sehen also, dass da die Amerikaner an einem empfindlichen Punkt getroffen wird. Die Biden-Administration hat es versäumt, diese Ölreserven wieder aufzubauen, als die Preise niedrig waren. Und Michael Hartnett von Bank of America macht einen interessanten Punkt, geopolitisch interessanten Punkt. Im nächsten Jahr werden 3,1 Milliarden Menschen wählen, nämlich Regierungen wählen. Das ist 80%, die repräsentieren, die Länder, die da wählen, repräsentieren 80% der globalen Marktkapitalisierung, 60% des BIPs. Also da geht es um was im nächsten Jahr, das wird geopolitisch auch ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ein spannendes Ereignis zumindest oder spannende Dinge sehen wir auch in der Wall Street, wenngleich auch der Handel heute so ein bisschen bescheiden volumig ist. Wir sehen eigentlich die Dickfische alle ziemlich dick im Plus, vor allem Microsoft, Apple kann sich erholen, nur Nvidia ist eigentlich bei den dicken Tech-Aktien im Minus, wie es in der Nasdaq ist, der stärkste Index heute. Alles keine ganz großen Pluszeichen, aber eben auch kein Minus. Man sieht eine Erholung, könnte man sagen. Aber was ist da mit Nvidia los? Und da ist die Wall Street so ein bisschen angesäuert. Jetzt gab es bei Market Watch ein Artikel: Before you short Nvidia after reading investment advice from Twitter randos. Also es geht hier um die Leute wie zum Beispiel Samantha LaDuc oder auch den YouTube-Kanal Nobody Special, die sich das mal genauer angeschaut haben, eben mit den Umsätzen von Nvidia, vor allem mit diesem seltsamen Dreiecksgeschäft, was da passiert ist, nämlich Nvidia hat praktisch oder hat Anteile an CoreWeave. CoreWeave nimmt einen Kredit über 2,3 Milliarden, der kommt von BlackRock und anderen. Die Chips werden als Sicherheit hinterlegt, was schon mal sehr schwierig ist, denn Chips sind eigentlich ein sehr verderbliches Gut. Nichts altert schneller als Chips und verlieren dadurch an Wert. Kommt eine neue Entwicklung, dann sinkt der Preis, sinkt damit die Sicherheit für diese Chips. Das nur am Rande. Jedenfalls ist das ein immer größeres Thema in den USA und ich denke, dass das ein Faktor heute ist, dass Nvidia schlechter performt als die anderen Dickfische. Und hier nochmal diese Aussagen von Nobody Special über KeyWave. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir keine einzige Verkaufsempfehlung für Nvidia an der Wall Street haben. Keine einzige. Es gibt ein paar Halten und es gibt praktisch nur Kaufempfehlungen. Und der Herr, der diesen Artikel auf MarketWatch geschrieben hat, ist jemand, der aktive Interessen hat, weil er eine Long-Position in Nvidia hat, das aber als nicht als notwendig erachtet hatte, das auch irgendwie zu kommunizieren, als er diesen Artikel geschrieben hat. Ich finde, das sollte man tun, ist in Deutschland ja gang und gäbe, dass wenn man zum Beispiel über eine Aktie schreibt, sagt, okay, ich habe da Anteile drin oder eben nicht, jedenfalls ist das nicht passiert. Und schauen wir uns nochmal Nvidia so ein bisschen in der Vergangenheit an. Es gab mal eine ziemlich herbe Strafe für die Finanzchefin von Nvidia im September 2003, denn die hat so ein bisschen Fraud begangen, ein bisschen Betrug begangen, Christine Hoberg. Wie gesagt, damals die Finanzchefin unter dem CEO, der ja heute noch, und Mitgründer, der ja heute noch praktisch die treibende Kraft ist bei Nvidia. Und die hat hier ein paar Dinge falsche dargestellt. Man hat hier 3,3 Milliarden Expenses versteckt, um die eigenen Zahlen aufzupumpen. Die Dame ist dann zu einer höheren Geldstrafe verurteilt worden, damals im Jahr 2003. Entweder hat der CEO das damals nicht gewusst oder hat es eben toleriert, eins von beiden. Er selber ist aus der Sache ungeschoren herausgekommen, obwohl man die Frage stellen muss, ja, was
entweder er kennt sich im eigenen Unternehmen nicht aus oder er hat es gewusst und ist dann ein Mittäter in gewisser Weise. Dann hat man ja im letzten Jahr eine Strafe bekommen von bescheidenen 5,5 Millionen, weil man kaschiert hat, dass man Umsätze generiert hat über Krypto-Mining, während die Investoren gedacht haben, naja, das kommt durch diese Grafikkarten, die damals im Gaming-Bereich ja der ganz heiße Scheiß gewesen sind, auf Deutsch gesagt. Und hier hat man Geschäfte gemacht, unter anderem, oder Nvidia macht schwerwiegende Geschäfte und bekommt sehr viel Rückendeckung durch Magnetar. Und auch diese Chefs von CoreWeave, die also diese Firma, die hier im Verdacht steht, vielleicht so als eine Art Strohmann die Umsätze für Nvidia aufgepumpt zu haben, da sind zwei ehemalige Hedgefund-Manager, CEO, die in Sachen Carbonhandel schon ziemlich merkwürdige Dinge gemacht haben, dort ziemlich unethisch gehandelt haben, nicht strafbar, aber versucht haben, sozusagen auf eine ziemlich brutale Weise ihre Interessen da durchzusetzen. Das ist das eine. Und Magnetar, ein anderer Unterstützer von Nvidia, ist ein Hedgefund, der damals in der Finanzkrise Mortgage-Backed Securities geschnürt hat, also hypothekenbesicherte Anleihen. Da hat man dann extrem riskante Anleihen, etwa von eben Geringverdienern, die sich ein Haus gekauft haben, hat man da reingepackt und hat diese Pakete, die man selber geschnürt hat, dann geshortet. Hat also Leute praktisch versucht, in diese Produkte reinzubringen, die man selbst dann shortet, also auf deren Wertverfall man dann gesetzt hat. Da gab es einen Artikel damals im Jahr 2010, der diese ganzen Machenschaften aufgedeckt hat. Also das sind jetzt nicht unbedingt Engel, die hier am Start sind. Damit ist noch nichts wirklich abschließend bewiesen, gar keine Frage. Aber das sind Menschen, da sind Beteiligte, die durchaus eine fragwürdige Vergangenheit haben, könnte man sagen. Nochmal ein anderes Thema. Apple war ja jetzt mit China so stark im Vordergrund. Wir haben gesehen, dass Apple sich erholen kann. Jetzt kommen so ein paar mehr Kommentare wie von Bernstein, die sagen, also Apple sieht schon aus wie die alte IBM. Auch damals zum Beispiel war Warren Buffett ja da stark investiert in IBM. Das schien sozusagen ein Wert für die Ewigkeit zu sein. Jetzt ist wieder Warren Buffett mit fast 50% seines Portfolios investiert. Und jetzt gibt es schon Hedgefunds wie Dan Niles, der jetzt gegen Apple wettet, die größte Short-Position in seinem Depot. Und heute ist ja Freitag, das heißt VIX Crush Day, also da wird der VIX nach unten geprügelt. Wir sehen 4% geht es nach unten. Gleichzeitig ist Global Risk Demand von Morgan Stanley, also die Risikobereitschaft von Morgan Stanley, jetzt auf einem der höchsten Stände der letzten Jahre, wie wir hier sehen. Vor allem eben, weil der VIX gefallen ist, weil die Volatilität gefallen ist. Das lässt viele systematische Investoren ruhig schlafen, denn die werden nervös, wenn die Vola ansteigt, dann verkaufen die Programme. Wenn das nicht so ist, wenn die Volatilität gering ist, dann ist das kein Problem. Und das, obwohl wir jetzt die Situation haben, dass normalerweise, wenn ich zum Beispiel für eine dreimonatige US-Staatsanleihe mehr Rendite bekomme, bekomme ich ja über 5% derzeit, als die Earnings Yield im S&P 500, dann war das meistens nicht so richtig toll für die Aktienmärkte. Diesmal ist alles anders. Wir sehen aber, dass jetzt erstmals seit 11 Wochen Geld aus dem Tech-Sektor geflossen ist, interessanterweise. Und haben hier die Situation in Europa, dass wir, ich glaube, wir haben es gerade noch vermieden, aber es wäre sonst der 8. Handelstag in Folge, an dem europäische Aktien gefallen wären. Der DAX heute Morgen ja ziemlich unter Druck, konnte sich dann erholen. Das wäre die schwächste Serie seit 2016 gewesen. Ich glaube, man hat es dann gerade noch vermieden, indem man sich gerade ins Plus gerettet hat. Aber Europa hat natürlich ein Problem, konjunkturell und Deutschland sowieso. Jetzt ist ja dieses Heizungsgesetz heute durchs Parlament gegangen und neue Zahlen des Wirtschaftsministeriums zeigen, dass die CO2-Einsparung noch geringer ist als ursprünglich gemeldet. Also so richtig viel in Sachen Klima wird es nicht reißen, aber es ist natürlich ein wunderbares Gesetz, das die deutsche Wirtschaft geradezu explodieren lässt. Das erwartet zumindest mein zweitbester Freund Marcello Fracciarino. Der sagt ja, die Stimmung in Deutschland in Sachen Wirtschaft ist ja viel schlechter als die Realität. Wir dürften 2024 mit 1,2% wachsen. Diego Fastnacht hat sich das mal ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, naja, der Marcello, der lag ja eigentlich so ziemlich immer daneben. Wir haben es hier mit einem Gesinnungswissenschaftler zu tun. Da geht Ideologie vor Wissenschaft. Die Wissenschaft dient der Ideologie im Prinzip und nicht einer wirklichen Erkenntnisoffenheit. Das ist das große Problem aus meiner Sicht von Marcel Fratscher, der
ein Wendehals ist. Hätten wir irgendwie einen völlig anderen Mainstream, dann würde er in diesem Mainstream mitschwimmen. Hauptsache, er ist irgendwie ganz oben in Sachen Wirtschaft. Das ist ein Charakter, der mir irgendwie nicht so richtig zusagt. Die Deutschen dagegen sind so ein bisschen in Sachen Fratscher unterwegs. Der sagt ja, die deutsche Regierung sollte weniger auf die Wirtschaft hören. Und hier denken eben viele hier in Deutschland, vor allem auch die jüngere Generation, dass man eben einfach weniger arbeiten sollte. Hier eine neue Umfrage. Am liebsten würden die Deutschen nur noch 32,8 Stunden die Woche arbeiten. Das hat das DIW, also das Institut von Fratscher, herausgefunden. Das ist der geringste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1985 und 2022, also letztes Jahr, kam Deutschland auf eine Jahresarbeitszeit von 1341 Stunden pro Erwerbstätigen. Der OECD-Schnitt lag bei 1716. Also wir arbeiten deutlich weniger und das wird nicht ohne Wohlstandsverluste gehen. Da kann man mir irgendwelche Studien zeigen, die zeigen, naja, 4-Tage-Woche ist ja auch super. Ich schaffe meine Arbeit nicht in 4 Tagen. By the way, wäre nicht zu schaffen. Wenn ich 4 Tage arbeiten würde, würde ich schlichtweg weniger arbeiten und damit weniger produzieren, in Anführungszeichen. Produziere ja jede Menge heiße Luft, meine Damen und Herren. Das wissen Sie, aber hier schauen Sie mal hier die Grafik unten. Wir sehen immer mehr Teilzeitbeschäftigte und latent einen Rückgang von Vollzeitbeschäftigten. Und das jetzt in einer Situation, wo die deutsche Autoindustrie jetzt langsam Probleme bekommt, und zwar hier auch auf dem heimischen Markt. Wir sehen, dass die Hersteller aus China ihren Anteil in Deutschland innerhalb eines Monats verdoppelt haben auf jetzt 4%. Ist immer noch sehr klein, aber wenn nur ähnliche Steigungsraten weitergehen, dann wird das ein richtiges Thema für die deutsche Autoindustrie. Und wir wollen aber dafür wenigstens weniger arbeiten. China entkoppelt sich nicht nur von den USA, sondern von der ganzen Welt. Wir hatten gestern ja einen Artikel, wo wir diese Entkoppelung gezeigt haben, die in Handelsdaten ja greifbar ist. Aber wir sehen, dass das im Prinzip für China nicht nur für die USA oder den Westen gilt, sondern global, wenn man so will. Hochinteressanter Artikel, erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, bevor ich sie ins Wochenende entlasse, diese EZB-Entscheidung. Völlig offen. Also es gibt eine Tendenz der Analysten zu sagen, sie werden die Zinsen nicht anheben. Ich würde eher sagen, sie heben sie an. Im Grunde hat die EZB zwei Möglichkeiten. Entweder eine hawkische Pause, dass man sagt, naja, wir pausieren jetzt mal, aber wir würden dann wieder anheben. Oder man macht eine Zinsanhebung mit einer dovischen Message, dass man also sagt, ja, aber jetzt halten wir erstmal die Füße still. Ich halte eben diese Variante für etwas wahrscheinlicher. Wir werden sehen, was sagen andere dazu. Also diese beiden Artikel. Schönes Wochenende. Servus, ciao.